Wir schreiben das Jahr 1960. Zwei findige Neuöttinger namens Hermann Ecker und Adolf Haider hatten eine glorreiche Idee. Sie riefen den Neuöttinger Fanfarenzug ins Leben. Niemand konnte damals ahnen, welchen Aufschwung der Verein einmal erleben sollte. Vieles wurde in den vergangenen Jahren erreicht, geschaffen, geändert und neu gestaltet. Die erste Uniform kam aus dem Militär und bestand aus einer schwarzen Hose und graue Jacke mit Kappe. Seit 1968 schlüpfen die Neuöttinger Mitglieder bei ihren Auftritten in ihre weiß-blaue Uniform mit schwarzer Kappe. Erster Vorstand Thomas Winzel erzählt, wie der Spielmann und Fanfarenzug Neuötting zu dieser Uniform gekommen ist. Das ist eine Originaluniform von der Neuöttinger Bürgerwehr, ist gemacht worden oder beziehungsweise ist getragen worden um 1830. Von daher haben wir die Originalschnitte gekriegt vom Militärmuseum und durch das ist die angefertigt worden für uns. Der Tambour ist es, der den Takt im wahrsten Sinne des Wortes vorgibt. Bevor jedoch die Mitglieder allerdings die Zuhörer mit ihren Künsten begeistern dürfen, stehen lange Monate der Ausbildung bevor, wie Thomas Winzel erklärt. Das kommt nicht mehr ganz auf das Instrument drauf an, was gelernt wird. Wir haben ja unterschiedliche Instrumente, sprich von einer Paradetrommel bis hin zur Fanfare. Das langwierigste Instrument, das was wir haben, ist wahrscheinlich die Querflöte zum Lernen. Das dauert mindestens ein Jahr, wenn nicht eineinhalb. Aber durch unsere Kooperation zur Musikschule oder auch zur Musikkapelle Altötting werden die Jugendlichen oder auch Erwachsenen, weil bei uns kann man ja als Erwachsener auch noch Instrument lernen, super ausgebildet und die Durchschnittszeit, sagen wir mal, wird ungefähr ein Jahr sein. Bei ihren rund 50 Auftritten pro Jahr, sei es beim Schützen- und Trachtenzug in Mühldorf und München, bei den Karnevalsumzügen in Köln und Düsseldorf und den Folkloreumzügen in Italien, Belgien und Frankreich, ernten die Neuöttinger Spielmannsleute immer wieder viel Beifall. Eine starke Truppe also, über dessen Mitgliederzahl und Altersdurchschnitt der erste Vorstand Thomas Winzel Folgendes erzählt. Wir sind momentan eine Gruppe von bis zu 40 Mann. Und Frauen haben wir einen Altersunterschied vom Jüngsten, der was 13 ist, zum Ältesten, der was 77 ist. Wie erwähnt, haben wir sehr alt momentan oder mehr alt wie jung. Und wir würden uns jederzeit freuen, wenn junge Leute zu uns kommen würden, dass wir musikalisch weiterhin so gut dastehen können und auch uns dementsprechend verjüngen. Jeder einzelne Auftritt zu Thomas Winzel bleibt einem lange positiv in Erinnerung. Möchte eigentlich über keinen sprechen, jedoch einer mit den spannendsten Erlebnissen war der Flug über den großen Teich. In New York waren wir zur Stäubenparade. Die Stäubenparade findet jedes Jahr statt. Das ist eine Parade die Freundschaft zwischen Amerika und Deutschland bestätigt und verstärkt. Und da sind wir mitgegangen an der Fifth Avenue entlang und so ein Ereignis prägt einem natürlich schon, wenn man in so einer großen Kulturstadt hier alleine auf der Fifth Avenue gehen kann, ohne dass man mal Auto sieht. Rund 20 Musikstücke sind es, die die Musiker bei ihren Veranstaltungen zum Besten geben können. Dass sich ja nicht alle Musikstücke zur Wiedergabe für einen Spielmann- und Fanfarenzug wegen der Musikinstrumente eignen, zu Winzel, ob und welches der gespielten Stücke den ersten Vorstand besonders gut gefällt, hier sein Resümee. Da ich eigentlich mit dem Verein aufgewachsen bin,
seit meiner frühesten Kindheit dabei bin, gibt es eigentlich nichts Spezielles, was mir gefällt. Mir gefällt die Musik, die was wir machen. Und mei, Waffhörns von denen immerhin knappen 20 Stücke, die was wir spielen, das Schönste ist, das ist auch teilweise tagesformabhängig. Sollten auch Sie Gefallen an der Musik des Neuöttinger Spielmanns und Fanfarenzug gefunden haben und möchten zu denen gehören, die diese Klänge für die Ohren hörbar machen, dann bitte folgen Sie bzw. du den Informationen des ersten Vorstandes. Bei uns ist jederzeit jeder recht herzlich willkommen. Wer Interesse hat, dass er mal zu uns kommt und mit uns Spielmannsmusik macht und sich das Ganze mal anschauen möchte. Wir sind mal jeden Freitag auf Nacht ab 7:30 bei uns im Vereinsheim bei einer Probe. Da, und da kann man zuschauen, da kann man fragen, die Zuständigen. Kann man sich anschauen, wie das Ganze ausschaut. Wir würden uns freuen. Ich hoffe, wir sehen uns. Auf Wiedersehen beim Schützen- und Trachtenumzug in Mühldorf am Inn.